Aber wie gesagt, also SCN versucht immer irgendwie Center Stage zu halten. Okay, interessant. Wir sehen auch die Eier jetzt als Anpassung. 56%. Das geht schnell. Kurz mal Zero to Death. Ja, wie du gesagt hast, ne? Die Eier heute machen clean. Ja, clean. Zero to Death. Oh sehr God. Schön von Funny. Oh, das sind wieder 50%. Oh. Ich feiere das echt, dass jemand Yoshi so spielt. Also sieht man sich zu selten. Die SDN wird hier wirklich stark auseinandergenommen von Funny. Ja, wenn du mit einem Schwert kommst, das so groß ist und einer outspaced dich mit seinem Schwanz, ne? Mhm. Dann weißt du schon, das ist ein großes Problem. Wir müssen auch aufpassen, was wir hier sagen hier auf Twitch, ne? Damit wir keinen Bann fressen. Ich frag mich, wann das aber, erste Mal... Aber wie soll man anders über Yoshi reden, ne? Er hat halt die dicken Eier. Gegen SDN. Ich frag mich, wann der erste hier einen Hit landet, ohne 50% mindestens zu machen. Ah. Muss es nur an die Wand mal. Okay, das Spacing wird langsam ein bisschen tighter. Dafür, dass er einen Stock in zwei Interactions verloren hat, sieht jetzt gut aus. Hm. Schöner Edgeguard. Schön unterm Ei durch. Jetzt sieht es auch schon wieder even aus. Und die Up, ja. Die Up-Air mit den Stock. Aber jetzt ist SDN wieder dran. Oh! Die Confirms von Yoshi sehen einfach immer so geschmeidig. Mhm. Ich finde die Kombos sind Aesthetic Level immer nur so 5 von 10. Aber die Confirms. Ich finde sein Spike ist nice. Ich war ja damals, ja, Smash 3 und Smash 4 war ich Yoshi Main gewesen. Yoshi und Link Main. Ich fand das immer so cool. Die Edge Guards. Yoshi ist wirklich mit einer der coolsten Chars zuzuschauen. Und ins Ei rein und ja. Ja, wenn wir zuschauen, dann sehen wir jetzt auch die Frame, die du angesprochen hast, ne? So viel in Disadvantage, mhm, weil SDN sich rauskämpfen und wird einfach so viel schön gemacht. Schön alles abgecovert hier. Die Recovery. Ichibi ist wütend. Ja, wir haben auch von SDN gutes Offstage-Play gesehen. Aber bisher sehr funny sollte. Warte mal, war das gerade Game 1 oder Game 2? Das war Game 1. Game 1, das kam mir vor, als ob es Game 2 war. Und das, obwohl es so schnell war. Ja. Ich weiß nicht, wie waren das jetzt? Irgendwie 2,5 Minuten oder so? Mhm. Das ging schnell. Aber abwarten, SDN ist sehr gut in der Adaptation. Oh, nice, war aber schön. Ja, schön von Funny lange im Schild geblieben. Lass dich nicht täuschen lassen, hier nicht späten lassen. Oh, was für ein Nashding. Not bad. Oh oh, oh oh. Oh, das war so knapp, Digga. Das wäre fast der Tod gewesen. Weil da war der Double Jump drin. Millimeter verpasst. Oh, dann ist er tot. Der Funny hier ist auch immer drinnen, ne? Immer nah an SDN dran, ne? Will ihm gar nicht so die Zeit dafür geben, sich aufzustellen und ihn wegzuhalten, also dass SDN ihn weghalten kann. Er will immer nah an SDN sein, immer nah. Und schöne Abwehr, das ist SDNs Ding und Ike's Ding. Ja, gut, die Ike. Dass der Ike mal sich unter was durchducken siehst, ne? Ja, das ist schon scary. 75% für Yoshi bei Ike ist auch schon. Da kann er schon sterben auf jeden Fall. So, und dem jetzt genau andersrum. Jetzt kriegt SDN hier überhaupt keine Hits offstage und Funny spielt sich da elegant immer rum und kriegt Reversals. Aber die Mauer im Neutral, durch die kommt Funny gerade gar nicht mehr durch. Boah, das wäre so ein schöner Hit gewesen. So ein schöner Stock, wenn das noch getroffen hätte durch das Ei. Man denkt ja immer, die Side-View von Yoshi, also dieses Ei, ist irgendwie useless, aber ich finde das ein echt nützliches Tool, ne? Das kann sogar Shield breaken. Ja, wenn man da richtig nah im Shield drin ist damit, dann geht das Shield echt schnell kaputt. Ja, trotzdem bin ich mir nicht sicher, ob er das da eben haben wollte. Ich glaube, das Ei hat ihm da mehr getan.
patentiert on Reaction. Ja. Oh, schön, schöne Recovery hier. Jetzt hat er ihn mal erwischt, aber trotzdem reversed. Oh. Und dass er dann noch auf das Stage gekommen ist, das war wichtig. Ja. Oh, den Grab gemisst. Und selber gegrabt worden. Und Fanny sucht hier irgendwie nach einem Kill, aber SCN spielt sehr gut drumherum. Down B! Ich denke, war das Raw Down B oder hat er erst noch einen Hit beim Double Jump getankt? Nee, er hat. Es war einfach nur Down B. Oh, knapp zu weit weg. Wie gesagt, jetzt kommt SDN schon viel besser klar. Stellt sich gut auf. Ja, es hilft, wenn man mit 3 Stocks spielen darf. Ey, ich hätte sogar jetzt noch eine zweite Fair hinten rangesetzt. In der Ashgard-Situation gerade. Schöner Up-Air und. Kommt nicht ran. Und die Back-Air. Schön gemacht. Und. Ah, da hätte vielleicht eine Up-Air gekillt. Weiß nicht. Ich bin auch so froh, dass ich keine Sorgen machen muss, jetzt noch irgendwie an einem komischen Up-Air-Tipper sterben. Oh, schön gemacht. Lecker Spiel. Oh, es hat gekillt. Viel wichtiger, es hätte fast nicht gekillt. Er sah so aus, weil er so gut nach links die Eid hat. Ja, SDN hat keinen Bock auf Triplets. So, Fanny denkt sich jetzt auch, das war ganz anders als in Match 1. Jetzt muss ein wenig umgedacht werden. Und SDN immer die Ruhe in Person. Ich finde das immer so krank, dass Leute immer so dieses Pokerface haben. Ich weiß nicht, ob das einfach so Leute sind, die so ruhig sind. So wie Slipknot zum Beispiel. Slipknot auch immer die Ruhe in Person. Du siehst denen weder die Anspannung an, ob die sich freuen, ob die glücklich sind. Weiß ich nicht. Vielleicht weint er gerade, aber wir wissen es nicht. So, back to PS2. Funny hat das, ja. Wanda und Side-Bide, ja. Schreibt Packslash. Geduldig von SDN. Ja, Funny tänzelt jetzt ein bisschen mehr um die Mauer rum. Ein bisschen das Tempo rausnehmen. SDN kommt so knapp mit den Air-Dodges noch durch. Funny ist auf dem richtigen Tracker, aber hat noch keinen da gekriegt. Ich warte noch darauf, dass da noch eine Early Stock wieder geht. Weil es fehlt nicht viel. Ist ja noch immer gut positioniert, jetzt hat jetzt viel mehr auch nur einzelne Hits genommen, ne, positioniert worden, dass so gut extended werden kann. Richtig die Alt. Also vorhin hat er noch sehr viel mehr Prozente genommen. Hat der Api auch eine gute Option jetzt, um zumindest noch Damage reinzukriegen, wenn Fanny recovern will. Also Fanny kommt wenigstens immer zurück zur Stage, aber nimmt immer noch 15 mit in die Tasche. Schöne Recovery hier und dann die F-Tilt hat gekillt. Sehr schön. Das ist, was ich meine an SDN. Also, wenn man seine Recoveries anschaut, er muss ja auch so recovern, ne? Mit Ike kannst du nicht immer tief recovern, aber er ist wirklich durch das Spiel von Ike, auch was andere Chars angeht, er recovert wirklich richtig nice. Jetzt habe ich es gerade gesehen, er hat wieder den Double Jump Down B gemacht. Dann gehe ich davon aus, dass das vorhin auch kurz gearmt war. Interessanter Tag. Ich glaube, ich bin sogar SDN Fan, um ehrlich zu sein. Ja. Was konstituiert das? Oh mein Gott. Das ist ein 2-Stock Heat. Tja, bei Fanny haben die Follow-ups nachgelassen, bei SDN leider so gar nicht. Die Stocks fliegen immer noch mit 2 Interactions weg. Und das, was ich meine, SDN ist wirklich sehr gut darin, wenn er ein Game verliert, 2 Games verliert, von hinten zu spielen und einfach zu reacten, was der Gegner macht, also zu adaptieren auf dem Playstyle. Oh, schöne Nähe. Hat eigentlich nicht mal getroffen, nur von hinten, ne? Aber die Hitbox war, ist bestimmt auch ein bisschen hinter, unter Yoshi. Schön gemacht. Aber ein Stock gegen 2 und Ike ist einfach scary. Er kann so early killen. Schöne Back-Air. Ja, aber hat sich heute nicht zum ersten Mal zurückgeklaut. Hat er ja auch fast zu den Top-Spielern gehört heute, die hier upsettet worden wären. Von wem denn? Von Mali. Er war zweimal hinten gegen Mali, dann hat es dann noch gehen. 2 Games zurück und dann letztes Game, last hit.
Let's go. SDN hier 2 zu 1 gegen Fani. Jetzt wird es nochmal spannend. Fani muss alles zurückholen. Es ist sein letztes. Naja, okay. Letzte Chance, bevor einer von den beiden ins Zusatz kommt. Ich bin voll entspannt. Welche Stage haben wir jetzt gesetzt, mal bei der Flip, ne? Norddeutschland, ey yo. Wir sind nicht ganz im Norden, wir sind ein bisschen nordöstlich. Wir sind eigentlich der Osten, sagen wir. Ja. Aber Berlin liegt schon sehr weit nördlich. UFD. Bin überrascht, dass wir so kontinuierlich auf den Walker, auf den großen Stages spielen. Ich habe mir gedacht, dass das vielleicht für Yoshi cooler ist, auf einem kleinen zu spielen, um eben noch mehr das Disadvantage ausspielen zu können. Also den Advantage gegen Offstage eigentlich. Hat jetzt die letzten Runden nicht so viel geklappt gehabt, aber war immer knapp, ne? Also hat sich halt wie so eine Nadel immer noch durchgemosert. Aber ja, es ist und bleibt einfach riskant für ihn. Ja, deswegen, SDN ist einfach Maschine. Also anders kann ich das nicht beschreiben. Oh, der Grab. Schön Trade. Ja, und Fani hat irgendwie den Anschluss verloren. Sein erstes Game war wirklich richtig gut. Aber danach hat SDN irgendwas gemacht. Es ist halt so schwer, ihn auf 6 zu bekommen. Mal ein bisschen höher, mal ein bisschen tiefer. Also SDN ist wirklich ein Recovery-Gott, würde ich sagen. Okay, so weit würde ich nicht gehen, aber er ist schon gut. Let's go. Fani jetzt mit dem Anschluss hier. SDN ist so viel mit den Jumps durchgekommen. Ist aber auch viel durchgekommen mit Jump Side D, was er jetzt gerade gar nicht mehr macht und auch eigentlich nicht weiter von Fani recovered. Aber hier schön 72% von Fani und der Spike vielleicht und eine mehr Kills. Das ist so nice gewesen. Fani hier einfach mal mit einem Schnipser hier einen Stock geholt. Ah, da sieht man halt, ne? Wenn das zwei Games fehlt, diese Early Edge Guards, dann ist es halt einfach viel, viel härter. Ja, jetzt die Frage, was ist die Antwort von SDN? Wird es auch wieder so ein schneller Stop? Die beiden arbeiten auch, ne? Die beiden arbeiten auch hier an der Ledge. Das ist ziemlich intensiv, wie die beiden versuchen, nicht gejumpt. Ja, Advantage zu halten. Ne, wenn jemand in der Corner ist, die Pressure aufbauen. Offstage versuchen, einen Edge Guard zu bekommen. Ja, nicht loslassen. Fani spielt auf eine 2 Viertel weiter. Jetzt hier wieder 75%. Sehen wir eben den Overshoot provoziert hat und dann den Rushback Shield, ja? Jam, jam, jam. Jam, jam, jam. Das schmeckt. Ja, jetzt wird ein bisschen gekannt mit dem Pusher. Verstehe ich. Aber machen zwischendurch. Jetzt kann alles noch passieren. SDN weiß, ich muss das Game holen. Ansonsten wird es in Game 5 richtig. Schlimm für ihn werden können. Ja, man weiß ja nicht, was passiert. Fani scheint gut ins Match reingekommen zu sein. Weiß, was der Gegner vorhat, tun will. Reagiert auf sein Verhalten. Oh, das ist das iPhone noch geplatzt, oder? Aber hier jetzt. SDN nutzt sein Advantage aus. Möchte den Stock so früh wie möglich bekommen. Hier mit der Super Armor durch seinen Nair. Aber SDN weiter im Advantage und oh, das wird's gut. Kommt er da hoch? Ja, er kommt. Ja, da geht SDN lieber auf Nummer sicher, bevor er da jetzt nochmal irgendwie overcommitted. Oh, schöner Spot, durch schöne Reaction hier. SDN will's haben. Er will nicht sterben. Okay, jetzt. Komm, wir kriegen noch ein drittes Game. Oh, schön gemacht von SDN hier. Ich sag doch, seine Recoveries sind einfach godlike. Also es ist mega cool. Noch nicht, aber versucht den Jump. Und wird er jetzt auf eine Risky Option gehen oder eher safe spielen? Spielt er safe? Oh, und ja, eher nein. Oh, schön. Schön. Ah, er mixt auch seine Options die ganze Zeit. Es ist ein Wunder, dass Fani noch nicht kapiert ist. Oh, schön gemacht. Schön gemacht. Sehr knapp gewesen hier. Fani gegen SDN 2 zu 2. Ja, aber
SDN hat sich das auch als zurückverdient von Sachsen quasi. Nee, wir sind der Norden von Sachsen. Ach so, okay, jetzt verstehe ich das. Ihr seid der Norden. Vorhin, als Fani 80% ab war auf dem letzten Stock, da hat er das eigentlich so gut gespielt, dass lange nichts passiert. Aber Fani hat die ganze Zeit Center Stage gehalten und hat versucht, die Startups zu erwischen von Ike. Jo, sogar Tarik ist am Start. Nice. Bester Spieler. Großer Fan. Das ist mir eine Ehre. Ich muss sagen, seit Tarik so oft zu sehen ist, ist mir aufgefallen, oder ich habe einfach das Gefühl, sind viel mehr Greninja-Spieler unterwegs. Das ist immer cool, wenn Leute andere animieren, Greninja zu spielen. Ja, inspiriert. Ja, du siehst auch Sonics zum Beispiel. Ja, competet mega krass, ist Top 5 in der Welt und auf einmal siehst du Sonic-Spieler aus dem Boden stampfen. Die kommen aus ihren Löchern, die denken sich, das ist cool zu spielen. So, aber vor allem sehen wir jetzt mal Hollow Best schon. Okay, jetzt wird's wieder spannend. Nee, das frage ich nicht. Kriegen wir jetzt so viel Offstage-Action wie noch nicht gesehen bisher. Wer gewinnt, der Dino oder der Dinosaurier schlechter? Also, das ist jetzt hier die Frage. Mensch gegen Urzeitmonster. Ja, für die Eier hat er jetzt ein bisschen weniger Platz. Aber 106% beeindruckt fand ich nicht. Doch, der Stock beeindruckt ihn schon. Er lehnt sich kurz zurück. Überlegt. Abo. Über 100 an der Dash-Attack stiftet von Center Stage. Dann lehnst du dich richtig zurück. Ja. Da hätte ich aber auch eben noch eine Abwehr sehen wollen. Und er ist, glaube ich, auf die Fair gegangen. Wollte vielleicht irgendwas machen. Ein Spike oder so, aber der wäre ja auf die Stage gegangen. Und wieder auf Stage. Nicht weit genug. Oh, das Ei, sehr knapp gewesen. Dass Yoshi keinen Stärker und Throw hat, ist tragisch im Matchup jetzt. Krass, ey, hat er das so präzise mit der Armor jetzt durchgezogen? Ganz ehrlich, er hätte ihn eigentlich mit dem Ei einfach die ganze Zeit weghalten können, ne? Ja, wahrscheinlich war er schon weit genug weg, dass er das machen musste. So ein auf Amsa. So wirft auch die ganze Zeit Eier, wenn Fox versucht zu recovern. Und hört auch nicht damit auf, ne? Ey, Fanny macht auch nie zweimal das Gleiche. Ja, aber... Uncatchable ist der Typ. SDN hier geht schon für den zweiten Stock, aber wird gecatcht natürlich von Fanny mit dem Backair. Haut selbst der Backair rein. Uff, oder Rage, 80%. Oh, da kommen wieder sehen wir jetzt. Ich wollte schon sagen. 44. Aber jetzt in zwei Paketen geliefert. Fanny's Grounded Special. Schöne Backair. Dass er so wie vorhin da mal eine Dash Attack abkriegt, das ist ja schon eher die Ausnahme. Oh, zack. Noch eine Dash Attack. Horrible DI. Okay. Oh, das war ja fresh, dass er nicht gegrabt hat. Okay. Oh mein Gott, das war so knapp vor der Abwehr, Digga. Keine Ahnung. Oh, schön gemacht. Hab ich jetzt nicht erwartet. Sehr schön. Schönes Mix-Up gewesen auf jeden Fall. Und wieder Even. Ja. Aber Even ohne Offstage gecheased zu werden. Oh, schönes Shield. Sehr viele Dash Attacks werden es jetzt. Ich muss mich wundern, der Fanny macht so viel Run-Up Shield. Und Ike grabt ja eigentlich gerne, oder? Ich weiß nicht genau, zu welchen Prozenten er welche Grabs besonders gerne hat. Das tut weh. Und ist ja auch besonders an der Ledge immer so ein 30%er, das einfach stirbt, wenn er deine Option readet. Du jumpst, boom, tot. Er dort, boom, boah, tot. Schöne Backair, schön abgewartet. Boom. Schöne Frame Trap. Schön gemacht von SDN. Ja, schöne Conclusion aus fürs Game 5. So, ich muss jetzt ins Amateur-Bracket. Ich glaube, jetzt ist gestartet. Let's go. Not